Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Horst Jens aus Wien. Ich bin kein Lehrer, aber ich unterrichte. Ich habe eine kleine Firma, die Programmierunterricht für Kinder und Jugendliche anbietet, meistens Python und Game Programming. Ich habe jetzt nur ein paar Sachen von den letzten Vorträgen sind mir aufgefallen, wo ich halt ein paar Ergänzungen bringen will, ein paar Tipps, die vielleicht nicht jeder kennt. Alles, was ich sage, ist schon im Scratch, im Titanpad vom Sven drinnen. Wenn es da nachschaut, sind schon alle Links drinnen. Braucht es nichts mitschreiben oder so. Okay, warum bin ich hier? Ich freue mich, dass ich mich da selber reden höre vor der Elite der pädagogisch interessierten Linux-User Österreichs, die leider alle in diesen Raum passen. Ich hoffe, das werden einmal mehr und deshalb ist halt mein Ziel auch, jeden, der sich irgendwie für freie Software interessiert im pädagogischen Bereich, so viel wie möglich zu unterstützen. Also ihr könnt auch mich gerne anfordern für eure Schule, ich komme gern zu Schulen auch und halte dort einen Workshop. Okay, was ich jetzt schreibe, ist im Wesentlichen eine Sache zu dem Ganzen, was ihr gestern gesehen habt mit dem Python Blender, wo der Rubik Cube gemacht worden ist. Ne? Und was da schön rauskommen ist, ist, dass Python und 3D eine sehr gute Mischung ist. Also Python ist eine Programmiersprache und 3D-CAD-Anwendungen. Und das OpenSCAD, was der Klaus Klopper gezeigt hat, diese Sprache wäre eher C-ähnlich oder Java-ähnlich mit so Strichpunkten. Und wenn man halt Python-Programmierer ist, möchte man auch gern 3D in Python dann programmieren. Zum Beispiel, weil man nachher mit Blender arbeiten will. Und dazu gibt es was ganz Tolles, das nennt sich FreeCAD. Ihr habt den Link im Titanpad drinnen. Und das ist jetzt halt ein CAD-Programm, freie Software für alle Plattformen verfügbar. Und auf den allerneuesten Sticks, die der Klaus gerade vorbereitet, ist das auch schon drauf auf dem Knoppix. Sonst halt zu Hause installieren unter Plattform der eigenen Wahl. Und ich zeige jetzt nur, ich bin kein Spezialist darauf, ich zeige nur 2 Sekunden was vor, was das Feature davon ist. Wenn man es startet, ist es einmal leer und man muss dann so einen, oben im Menü, so einen Drawing-Bereich, heißt der glaube ich, aufmachen. Und da hat man dann diese typischen Werkzeuge und ich bastel jetzt hier eine Ellipse. Sieht man die, dass ich die jetzt gemacht habe? Da ist jetzt so ein grüner Kreis. Hat man sehen? Ja. Und jetzt kommt es. Während ich das gemacht habe, hat er da unten was hingeschrieben. Er hat nämlich hier geschrieben, draft.makeCircle, Klammer auf, Radius ist gleich bla bla bla. Ja? Das heißt, während ich herumklicke, ist automatisch ein Python-Befehl generiert worden. Natürlich ein Python mit speziellen Erweiterungen für dieses CAD. Und das Schöne ist, ich kann jetzt das auch umgekehrt machen. Ich kann jetzt diesen Befehl da abschreiben. Ich tippe jetzt einfach draft.makeCircle, Klammer auf, Radius ist gleich, und ich schaue nach, was passiert, wenn ich sage, Radius ist gleich 1.2, also es sollte ein bisschen kleiner sein, und ich kriege jetzt einen wesentlich kleineren Kreis. Ja? Und wenn ich jetzt ein bisschen Python kann, wenn ich zum Beispiel iterieren kann über eine Liste, kann ich ja schreiben, for x in, eckige Klammer auf, was haben wir gehabt, 1.1.0.9.0.8, also ich iteriere da über ein paar Zahlen, Doppelpunkt, und sage jetzt hier eben draft.makeCircle, Klammer auf, Radius ist gleich x. Und ich habe das nicht vorher ausprobiert, ich hoffe es funktioniert, das sollte jetzt mehrere Kreise ergeben. Ja, okay. Und das Schöne ist, was ich mir vorstellen kann, wenn jemand entweder Programmieren unterrichtet oder darstellende Geometrie oder Mathematik unterrichtet, man hat ein Werkzeug, aber man hat gleich 2 pädagogische Outputs. Also man kann sozusagen die Kinder ein bisschen dazu bringen, dass man sagt, tut es nicht dauernd klicken, ihr könnt das mit dem Programmieren euch was ersparen. Oder umgekehrt halt beim Programmieren zeigen, dass man da recht viel machen kann. Also das wollte ich nur zeigen, FreeCAD, coole Sache. Link ist drauf auf dem Titanpad vom Sven. FreeCAD. Okay, damit sind wir das los. Das andere ist, ich war vor 2 Wochen auf der Scratch-Konferenz in Amsterdam. Scratch ist eine Visual Programming Language. Darf ich fragen, wer von euch programmiert selber mit Scratch? 2, 3, 4, 5, 6. Okay, also dann kennt ihr es eh. Ja. Mit Schülern und Volksschülern. Passt, ja, und? Ja, super. Und da ging es halt um die Zukunft von Scratch. Ich setze auch Scratch ein bei meinen Schülern. Und was ich gesehen habe, ich zeige euch jetzt nicht Scratch, ja, das wisst ihr eh selber, wie Scratch ausschaut. Scratch entwickelt sich weiter. Ich habe zum Beispiel bis vor 2 Wochen nicht gewusst, dass eine Clone-to-Clone-Collision-Detection. Funktioniert. Und
Das geht jetzt, also Scratch wird laufend verbessert. Außerdem gibt es bei Scratch einen Punkt New Blocks oder Extensions und da ist jetzt schon standardmäßig drinnen für Lego-Teilchen, glaube ich, so ein Interface, also für den Lego Mindstorm und noch für ein anderes Hardware, das man kaufen kann. Also man kann so Hardware-Spielzeug damit programmieren. Also das zahlt sich aus, ab und zu hinschauen. Und sonst ging es bei dieser Konferenz sehr um die Alternativen zu Scratch. Also was aus diesen aus Puzzlesteinen Programmierbefehle zusammenbauen, was sich in diesem Umfeld tut. Und da gibt es eben nicht nur Scratch, sondern gibt es diverse andere Programme auch. Die Links habt ihr alle schon im Titanpad. Das Scratch lasse ich jetzt weg. Das sind meine. Sondern es gibt Snap. Was kann Snap? Snap ist so wie Scratch, nur ist es nicht von der, es ist eher von einer anderen Uni. MIT, Scratch von MIT. Ja, ja, das ist auch von MIT-Typen, aber die sind auf irgendeine andere Uni abgewandert, wo sie mit Scratch aus einem Grund unzufrieden waren und haben da halt so einen Fork gebaut. Und dieser Fork hat den Nachteil, dass er langsamer ist als Scratch, speziell auf schwachen Computern, und hat einen großen Vorteil, man braucht nicht das proprietäre Flash. Das heißt, ich kann, wie zum Beispiel jetzt auf der Knoppix-CD, wo Flash von vornherein nicht drinnen ist, kann ich trotzdem im Browser loscoden. Ihr seht hier, ich habe ein kleines Spiel gemacht, wo man den Wendepunkt erklärt kriegt, also ich habe da jetzt sowas, was runterfällt und ich kann mit der Leertaste versuchen, immer, selbst wenn ich die Leertaste drücke, dann ändert er die Flugrichtung. Ja? Das könnt ihr in Scratch genauso machen. Habe ich halt hier die Sachen. Was dieses Snap ein bisschen besser kann, ist, es hat mehr programmierähnliche Befehle, um ein Subprogramm mit Parametern zu versehen. Also da ist es ein bisschen weiter als Scratch, sonst fehlen ein paar Sachen, die man von Scratch gewohnt ist. Und vor allem, es wird nichts, also weniger mitgeliefert. Bei Scratch hat man eine Bibliothek dabei von so fertigen Instant-Grafiken und Sounds, die fehlen da. Also es ist ein bisschen mehr in Richtung Programmieren und ein bisschen weniger in Richtung Kreativspielen. Aber das Schöne ist halt, es kommt ohne Flash aus. Was gibt es sonst noch? Richtung 3D-Druck, haben wir gedacht, das interessiert euch vielleicht. Das ist jetzt ganz frisch, noch ziemlich in der Alpha. Das heißt Beetle Blocks von Eric Rosenbaum, super Programmierer. Und der hat gemacht eine dreidimensionale Turtle. Und diese dreidimensionale Turtle, wenn ihr euch das da anschaut, kann man gleich verwenden, um damit dann, na, da war es gerade, um damit ja 3D-Sachen nicht nur programmieren, sondern auch an den 3D-Drucker zu senden. Drücke ich mich noch klar aus? Oder? Ja, also da seht ihr diese Blocks. Und also wenn man einen 3D-Drucker hat, ist das sicher eine coole Sache, weil es ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Hemmschwelle wegnimmt, einfach darauf loszuprogrammieren. Wenn man Schüler hat, die schon mit Scratch schon mal gearbeitet haben, kommen sie damit auch sehr schnell zurecht. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Ihr könnt das direkt im Browser starten. Bei den Knoppix-Sticks funktioniert es mit jedem Browser. Sonst bei mir auf Ubuntu ist es nicht unter Chromium gelaufen, sondern nur unter Chrome. Also man muss ein bisschen schauen, auf welchem Browser es läuft. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit der 3D-Karte zusammen. Okay, ich führe das nur kurz vor hier. Ihr seht also hier, ich habe ganz leer jetzt. So, jetzt habe ich keine Maus angeschlossen, dadurch habe ich kein Mausrad. Super früh vorbereitet. So, da. Einen Moment. Wenn ihr BeetleBlocks aufmacht und auf dieses Startcode hier klickt, habt ihr ein 3D-Fenster und das 3D-Fenster, das falsche Maus, und das 3D-Fenster könnt ihr hier zoomen und mit gedrückter Maustaste drehen. Eigentlich ähnlich wie bei Blender. Man kann es auch so mit der rechten Maustaste pennen. Ja? Und wenn ihr ganz genau hinzoomt, seht ihr hier, da ist ein kleiner Käfer, ein Beetle. Ja? Der hockt da. Und jetzt kann ich dem Anweisungen geben, zum Beispiel kann ich sagen, er soll einmal ein bisschen im Kreis fahren und eine Spur zeichnen. Dann sollte das, wenn ich hier draufklicke, macht er das. Aber er dreht noch nicht, weil ich das Start Drawing nicht gemacht habe. Jetzt mache ich es nochmal. So, und jetzt hat er hier einen Kreis in einer Ebene gezeichnet. Können Sie das sehen? Dieses rosa Ding. Das ist jetzt, das hätte ich mit Turtle auch zusammengebracht. Das ist noch nicht, das ist noch zweidimensional. Ja? Und das Schöne ist, ich kann das jetzt halt komplizierter machen, beziehungsweise ich kann sagen, er soll doch er soll so kleine Cubes bauen. Ich sage ihm hier, er soll ab und zu immer einen kleinen Würfel bauen. Wenn ich ihm das machen lasse, dann baut er da jetzt Würfeln und die Würfeln könnte ich im 3D-Drucker wieder senden. Also das wären Klötze, die 3D-Drucker kompatibel sind.
Ich sage ihm jetzt, die Würfel soll er wieder raustun und sage aber stattdessen, er soll in drei Dimensionen bauen. Das heißt, ich baue diese Teile da unten noch dazu. Und wenn ich es jetzt richtig gemacht habe, sollte da rauskommen, er fährt hier in der einen Dimension, fährt in der zweiten Dimension herin und fährt in der dritten Dimension herin. Und ich habe jetzt sowas, so drei Kreise wie ein Äquatorialsystem. Können Sie es euch vorstellen, ja? Und das Ganze kann ich jetzt extruden auch. Das bedeutet, ich mache das so dick wie eine Wurst. Das heißt, ich mache nicht einen dünnen Strich in einer Dimension, sondern ich mag da so ein wurstförmiges 3D-Ding haben. Und wenn ich das start, habe ich... Oje. Das war Stop. Ah, Stop, habe ich gestoppt, das Extruden, das war schlecht. Wo ist das Start, Extruding? Ah ja, da. Wenn ich das habe, kann ich halt super schnell, ohne praktisch eine Zeile getippt zu haben, kann ich da dreidimensionale Shapes aufbauen. Was es noch nicht kann oder ich noch nicht rausgekriegt habe, ist mehrere Turtles gegeneinander so rennen lassen. Da könnte man dreidimensionales Drohnen bauen, aber der Erik Rosenbaum freut sich sehr über Feedback und Vorschläge, weil das Ganze noch in der Entwicklung ist und er freut sich speziell über Lehrer, die das anwenden und ihm Feedback geben, damit das weiterentwickeln kann. Ich finde, es ist eine sehr, sehr nette Sache. Ich habe sehr gestaunt, speziell wenn man irgendwie dreidimensionale Sachen unterrichtet. Okay, das war Beetleblocks. Links habt ihr auch in Sven seinem Titan-Part. Dort steht schon alles drinnen. Was gibt es noch? Ich tue das weg. Das wird Seite verlassen. Ja, das auch weg damit. Ja, dann ist ein Projekt aus Wien. Die Andrea Meyer ist leider nicht da. Aber sie ist in Wien verfügbar, kommt auch gerne in Schulen und macht Workshops. Und die ist eine Künstlerin, kommt aus dem Kunstbereich und freut sich sehr, wenn sie ihre Maschinen herzeigen kann. Sie hat einen kleinen Fetisch auf Stickmaschinen, also auf programmierbare Stickmaschinen. Da steckt sie ihre ganze Energie hinein. Und sie hat jetzt programmieren lassen einen Fork von Snap. Das heißt, man kann visuell programmieren, scratchmäßig, eine Stickmaschine und die stickt dann ein Muster. Und wenn man irgendwie die Kinder so weit bringt, dass sie ein kleines Muster programmieren, zum Beispiel ein Fraktal oder ihr Logo oder ihren Namen, kann man das dann auf beliebigen Stoff, zum Beispiel auf T-Shirt, sticken lassen. Ich habe jetzt leider keine Muster da, aber das hat zwei, der Sven hat ein Muster. Der Sven hat, glaube ich, sein Logo irgendwo auf eine Tasche gedruckt. Nicht da, okay. Okay. Auf jeden Fall, der Effekt ist, das schaut extrem cool aus. Und Leute, die sich sonst überhaupt nicht für Programmieren begeistern lassen, sind dann plötzlich total begeistert, speziell Mädchen und Frauen. Ja, die sagen, ja, das möchte ich auch haben und so. Also das ist ein super Öffner. Ja, hier, wenn man auf RAN klickt, dann sieht man nur die Programmierumgebung. Und es gibt noch etwas, das heißt Stitch Code. Da habt ihr hier Zeichnen und Sticken. Und wenn man da drauf klickt, dann kommt so eine Art Malprogramm. Wenn man unter Snap ist, muss man die JavaScripts aktivieren. Und da kann man jetzt hier ein Bild hineinladen. Ich versuche, ob das geht. Load, ne, geht nicht. Load, hallo. Ah, okay, geht jetzt nicht. Stellt euch vor, da ist jetzt ein Bild. Und das Bild kann ich jetzt einfach so nachmalen. Ja? Und das, was ich da nachgemalt habe, druckt mir dann die Stitch-Maschine aus. Das heißt, das kann ich auch mit Kindern machen, die überhaupt keine Programmierkenntnisse haben. Wir haben das gemacht in einer neuen Mittelschule, haben die Kinder Fotos von sich nachfahren lassen und das haben sie dann gestickt auf Taschentücher. Ist extrem gut angekommen, speziell auch bei nicht programmieraffinen Lehrkörpermitgliedern wie Deutschlehrer und Englischlehrer und so. Das ist extrem gut angekommen. Wie gesagt, Andrea Meyer anschreiben, sie kommt auch in eure Schule, also das passt. Dann bei der Scratch-Konferenz waren auch die Leute von Katrobat, die sind bei euch in der Nähe aus Graz, und zwar, Name vom Oberprogrammierer weiß ich jetzt nicht, der hat von Google das sozusagen gekriegt, einen Auftrag. Hört ihr Lehrer, ich tue nicht gerne euch überschreien. So, der hat einen Auftrag gekriegt, für Google eine Programmierumgebung zu entwickeln, damit die Kinder lernen, Apps programmieren. Und das nennt sich Pocket Code. Ist so ein bisschen wie Scratch, aber auch halt läuft auf einem kleinen Android-Handy und man kann damit sehr gut programmieren und Apps machen halt. Einfach anschauen. Und ja, das war es eigentlich eh alles. Alles, was ich gesagt habe, könnt ihr auch da lesen in meinem Blog über Amsterdam. Okay, vielen Dank.